Leute, Leute, Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Denn heute war ein ganz besonderer Tag, Leute. Heute hat Rapala einen richtig geilen Post gepostet zu dem Thema von Veit und Matze mit der Wobblerfarbe. Und die haben dort gepostet, ich blende es euch nochmal ein, aber ich gucke gerade auch eben nach. Wartet einen Augenblick, geht super schnell. Lieber angeln statt haten. Und dabei haben sie ihren geilen Wobbler gepostet. Und da steht auch seit 1936 gegen Schonzeitallüren. Ich hab's so gefeiert. Aber habt ihr da wahrscheinlich auch schon in den News gesehen oder seht ihr in den News, je nachdem, wann dieses Video kommt. Aber passend zu diesem Post habe ich heute ein Paket von Rapala in der Post gehabt. Ohne Witz. Ja. Wie krass ist das Marketingmanagement? Ha? Wie krass ist das Marketingmanagement? Und in das Paket, da gehen wir jetzt mal rein. Leute, das kriege ich ja gar nicht drauf. Komplett. Ohne irgendwas zu leaken oder sonst irgendwas. Ich wieder mit meinen Leaks, Icy Leaks, Alter. Seht ihr das? Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Rapala schickt. Dabei war ein kleiner Brief. Da steht bei, Leute. Moin Markus, viel Erfolg mit den Baits am Wasser. Darin enthalten sind vor allem Forellenköder für deinen Saisonstart. Aber auch für Barsch und Zettis was dabei. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Danke. Alter, krass, danke. Ach Mann, Alter. Oh Mann. Und guckt euch das an, Leute. Er sagt, es ist Köder dabei. Und was haben wir hier? Form C-Hooks, Hoodie in XL. Woher weißt du denn meine Größe? Krass, Mann, einfach. Einfach krass. Ich pack's gerade aus, Leute. Geil, Mann, ey. Schöner babyblauer Sommerhoodie. Form C-Hooks. Herzlichen Dank. Ey, meine Frau liebt es, wenn ich sowas kriege. Ne? Jede einzelne Klamotte, die ich zum Angeln speziell habe, ne, feiert sie. Ne? Weil dann mache ich die anderen Klamotten nicht immer so dreckig. Vielleicht sogar so dreckig, dass man sie nie wieder benutzen kann. Kuss schon mal dafür, Mann. Hoodie, Alter. Ah, herzlichen Dank. Aber Leute werden viel mehr wahrscheinlich das hier feiern. Oh, guck mal, Rapala-Box. Und dann ist hier noch, Alter, was ist denn hier? Die Rapala-Preisliste seht ihr hier. Na, ist da drin? Und dann haben wir noch einen Europa-Katalog für Karpfen. Gucken wir gleich nochmal rein. Und was haben wir hier noch? 13 Fishing, Alter. 13 Fishing. Sind ja auch im Moment in aller Munde, ne? Ich mach mal das Paket hier weg. Ein bisschen Rand fokussen. 13 Fishing mit den ganzen Ködern. Alles erklärt. Baitcaster, Action, Schmerzen. Hier, Rollen, Routen, Köder, Zubehör. Gucke ich auf jeden Fall mal durch. Dann haben wir hier Dynamite Bait, soll das, glaube ich, sein. Ne? Ist nicht auch Claudia Dager von Dynamite Baits gesponsert? Ich weiß es nicht genau. Sehen wir Claudia irgendwo drin? Habe ich es gerade auf dem Kopf? Ja, das ist so eine Seite hier. Peripherie-Sachen sind auf dem Kopf und dann die anderen Sachen sind wieder gerade, oder? Ja, geil. Ja, gucke ich auf jeden Fall durch. Und hier natürlich Rapala-Preisliste, Leute. Na? Einfach mal durchblättern. 2022. Wie damals im Quelle-Katalog oder im Otto. Einfach durchblättern, sieht man auch Chat-Rap, Slap-Rap. 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 Chat-Rap. 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 Okay, lassen wir das.
soll ich hin damit? Leute, aber das wird die meisten interessieren, oder? The Rapala Box. Die sieht richtig geil aus, oder? Die sieht richtig geil aus. Zieht euch rein. The Rapala Box. Krass, Mann. Join the community. Okay. Alter. Immer wenn ich sowas sehe, mein Herz geht einfach so auf, weil alle sind lieb seid, Mann. Das ist unglaublich. Sind alle so lieb, außer die YPC Bass Kritik machen. Spaß. Spaß. Alter. 150 Meter Schnur. Leute, ich muss reingucken. Ich muss reingucken. Oh mein Gott, ist das geil, Mann. Rapinova, Fire Camo. Alter, ich werde so viele Forellen fangen. Ich werde so viele Forellen fangen, Leute. Wie ist denn der Fokus, Leute? Ich muss aufpassen, dass ihr alles gut seht. 150 Meter, 3,2 Kilo und 0,3 Millimeter Schnurdicke. Krass, Mann. Rapala, ey. Heftig, Mann. Heftig. Dann Haken. Drop Locks. Mal gucken hier. Coating PTFE. Daran. Ich bin ja nicht so lange im Angelbusiness, ne? Könnt ihr mir erklären, wofür diese roten Punkte hier sind? Drop Locks, Leute. Das ist interessant. Also hier ist klar, hier kann man die dranbinden. Aber sieht man das hinten vielleicht? Abgeschliffene Spitze. Alter, stimmt, warte mal. Sind das Schonhaken? Alter, das sind geile... Naja, fast Schonhaken, ne? Fast. Ich dachte, das wären geile Schonhaken. PTE-Beschichtung, PTFE-Beschichtung, XSL-Öse und verstellbaren Fluorocarbon-Keeper zum festen Fixieren von Softbaits. Ah, dafür ist das da. Ah, das ist der Widerhaken, um... Gummifische, kleine Gummifische etc. daran festzumachen. Geil! Ich check's. Ich check's. Hier ist so eine kleine Fluorocarbon-Öse. Ich zoome mal ran. Hier ist so eine kleine Fluorocarbon-Öse. Und das könnt ihr manuell verstellen anscheinend. Und dann könnt ihr sozusagen euren Gummifisch da drauf machen oder euren Gummiköder da drauf machen und dann verrutscht der nicht mehr, wisst ihr? Geil! Richtig coole Idee. Richtig coole Idee. Hier auch nochmal. Oh, Tungstenbleie. Sehr, sehr stark. In 3 Gramm. Hier haben wir das gleiche nochmal. Hier haben wir das gleiche nochmal. Nochmal vom C-Hooks. Eine Nummer größer. Ne? Und das gleiche. Finde ich super geil. Die noch nie gesehen. Nochmal Tungsten in 2 Gramm. Alter, den kann ich ja super geil am Bach verwenden, ne? Super geil am Bach. Aufkleber. Ja, VMC. Oh mein Gott. Ich warte. Alter. Eine Dropshock-Hooks. Ne? Oder Offset. Ne, Offset. Offset, guckt euch das an. Bei Offset genauso. Geil. Ey, mega nice. Mega nice. Oh mein Gott, Leute. Rapala, seid ihr des Wahnsinns? Oh. Seid ihr des Wahnsinns, Rapala? Was sind das für geile Wobbler? So eine geile Farbe. Der Shadow Rap. Shadow Rap, badabadabab. Shadow Rap, bap, 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 bap. Shadow Rap, Leute, ich zoome mal ran für euch. Nehme ich euch jeden jetzt hier so mal mit. Der Shadow Rap Jerkbait sinkt. Also, wahrscheinlich eher nix.
für den kleinen Fluss, ne? Schön jerken, ne? Für Barsch. Hechte gehen da wahrscheinlich auch drauf, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber hauptsächlich die Größe, denke ich mal, Barsch, schön jerken. Bam, bam, bam. Ist irgendwas bei? Da. 3 bis 4 Meter sinkt der. Und ist 5 cm lang, ne? Geil, Mann, Alter. Geiles Ding. Sieht auch noch ultra geil aus. Wen haben wir hier? Noch ein Jerky-Schmörky. Slow Rising, also aufsteigend. Also, auch ganz geil für kleine Bäche. Oh mein Gott, ist das nice. Ist das nice. Ich werde einfach so viele Forellen fangen. Hier haben wir nochmal. Geil, Mann, Alter. 4 Gramm, Leute. Irre. Und ey, 10 Gramm. Das ist so eine Art Zikade, oder? Gomoku. So eine Art Zikade. Daniel würde damit jetzt direkt auf Schwarzbarsch angeln. Schwarzbarsch angeln. Wide Range of Retrieve Speed. Alter, den werde ich sowas von fischen. Promotional only, not for resale. Alles klar. Ey, aber ist trotzdem geil. Dann hier. Oh, ein guter Minnow, Alter. Oh, und ein langer Minnow. Deep Diving. Schön. Oh mein, hier auch Promotion only not for resale, aber das spielt ja gar keine Rolle. Oh mein Gott. Der ist wahrscheinlich für Zander und für Hecht, ne? Der sieht sehr, sehr zandermäßig aus. Oh, was ist das? Alter, was ist das denn? Noch so ein Zikadenblade. Rap V-Series. Ja, Leute, ich werde die krassesten Fische fangen dieses Jahr, falls ich ans Wasser komme. Usage Multiple Suffix. Ah, hier. Oh, Variable. Ach, das ist ja je nachdem, wo man ihn einhakt. Ne? Hier oben hat man 2 Einhakösen, da kann man ihn einhaken. Geil, Mann, ey. Rastet der? Jo, hat sogar eine Rastet. Nee, das ist der Karabiner oben. Hier, noch ein schöner Jerkbait Sinking. Mit. Ist schon eine Art Forellendekor, ne? Geil, Mann. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an. 6 cm, 7 Gramm. Und das Ganze nochmal in klein. Beide. Das Ganze nochmal in klein. Hier haben wir nochmal 5 cm, 5,5 Gramm. Boah. Mega. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Ohne Witz, ich bin einfach off the hook. Das ist wie krass ist das? Diese Dekore, ey. Diese Dekore. Was für schöne Köder sind das einfach, Mann. Was für schöne Köder. Guck dich diese Farben an. Farbe habe ich noch nie so gesehen irgendwo. Noch nie irgendwo gesehen. Ey. Jetzt. Boah, hier. Schöner Zanderwobbler. Krass, Mann. Zikaden-Action. Ich werde sowas von Zikaden-Action-Video für euch machen, wenn ich am Wasser bin. Oh, mega. Der ist auch so mega gut. Schön noch in so einer Fire-Tiger-Version. Geil, Mann. Und dann die ganzen Hooks in dieser Version, die ich noch nie gesehen habe. Mega. Herzlichen Dank dafür. Die Tungstenbleie. Auch geil für einen Bach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hier... Rapala, Rapinova X, die Schnur noch dazu. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Ich bin einfach nur dankbar. Herzlichen Dank. Das ist so krass, Leute. Das ist so krass. Vielleicht wird der ein oder andere auch demnächst mal in einem Gewinnspiel vorkommen für euch. In den Angel-News, da verlose ich ja immer etwas und das ist einfach so, so nett und herzlichen Dank dafür, Leute. Herzlichen Dank dafür. Na, weiß ich wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Rapala, Leute, Grüße gehen raus an Rapala. Dicker Kuss geht raus an Rapala für dieses geile Paket, Hoodie, als auch dieses geile Köderpaket. Dicker Kuss geht raus und Leute, falls ihr im Wasser seid, dickes, dickes Petri.
Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und seid immer dankbar, Leute. Seid immer dankbar. Ne? Falls ihr irgendwas bekommt, das ist nichts Normales. Ne? Seid immer dankbar.